Die Universitätsmedizin Rostock hat am 19. Mai über ihre aktuelle Situation in der Corona-Pandemie in Mecklenburg-Vorpommern informiert. Von Sonntag auf Montag gab es im Land keine Neuinfektionen. Solange es bei maximal 10 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern bleibt, sei die Situation kontrollierbar, so die Mediziner. Nach fast 2 Monaten Notfallbetrieb will die Universitätsmedizin Rostock jetzt wieder zurück zum Regelbetrieb. Hochfahren bedeutet für uns auch, dass wir immer noch Reserven vorhalten. Das heißt, wir haben eine komplette Station in der inneren Medizin noch für Covid-19-Patienten vorgehalten, also für den normalstationären Bereich, und 2 Intensivbetten, wo wir Isolierungsmaßnahmen durchführen können. Ansonsten fährt das gesamte operative Zentrum wieder hoch. Da haben sich natürlich große Wartelisten aufgebaut. Und wir haben hier wieder nahezu Regelbetrieb. Wir sind bei 90%. Bis Ende Juni werden wir dort 100% fahren. Die räumlichen und personellen Umstrukturierungen im Zuge der Pandemie werden wieder zurückgenommen. Auch die Anzahl der Intensivbetten soll auf 58 abgesenkt werden. Planbare Operationen sollen jetzt wieder schneller durchgeführt werden. Einige Patienten warten schon seit Wochen auf ihre chirurgischen Eingriffe. Also wir haben immer noch eine kleine Reserve zurückgehalten. Wir müssen aber jetzt auch einiges aufholen. Insgesamt in der Chirurgie sind über 100 Patienten nicht versorgt. Das heißt, trotz noch nicht voller OP-Kapazität versuchen wir nun diesen Patienten eine Möglichkeit zu geben, dass sie hier schnell versorgt werden. Neu aufgenommene Patienten werden weiterhin dem Covid-19-Aufnahmescreening unterzogen. Aber auch die Mitarbeiter der Universitätsmedizin Rostock haben die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Zumindest die Ergebnisse der Mitarbeiter waren bisher alle negativ.